Hallo, wir sind ein studentisches Team, das am Wettbewerb The Art of E-Mobility teilgenommen hat. Der ADAC und RWE haben uns nach unserer Vision für die Zukunft der Elektromobilität gefragt. Da wir aber nicht nur präsentieren, sondern auch informieren wollen, haben wir eine Website zu dem Thema erstellt. Auf dieser Webseite findet ihr Informationen zu den technischen Grundlagen, der Alltagstauglichkeit sowie dem Spaßfaktor von Elektroautos. Dazu haben wir selbst ganz viel getestet, Experten interviewt und eure Meinung eingeholt. Mit den Ergebnissen wünschen wir euch jetzt viel Spaß auf feinewelt.com. It's turned on now. That's crazy. It's yeah. Silent. You can just drive without doing anything. It feels like you're in neutral. Wenn das Auto oder der Akku mitmacht, dann. So, hier ist jetzt irgendwo ein Hotel. Lorsque je fais des grands trajets, je prends le train. Ah oui. D'accord? Oui. Petit trajet, la voiture, toujours. Das Problem ist, da das Bahnnetz für uns nicht so sehr gut, also bei uns nicht so sehr gut also ausgebaut ist. Ja, Carsharing, das ist doch auch wieder, dann ist es ja umweltfreundlich und. Comme la première voiture, pour aller au travail. La voiture principale. Ich würde, Betonung würde, es als Astwagen. Ja, ich denke auch. Parce que ça ne pollue pas. Oui. Parce que il n'y aura plus de pétrole. I would say because it's environmentally friendly. I would like to buy this car. Dann lass den Strom von dem Elektroauto holen. Yo, hab's. Passt! Ja, Elektromobilität im Moment in aller Munde, viel in der Presse, viel Euphorie in dem Thema, aber man muss auch ehrlich sein, ich glaube, dass es noch ein langer Weg ist, der vor uns liegt. Natürlich geht Elektromobilität nur mit regenerativ. Hier muss man weitsichtig denken und das heißt, wir müssen natürlich weg von der fossilen Abhängigkeit und wir müssen auch, um effiziente Strukturen haben, weg vom Eigentum an Verkehrsmitteln. Ich würde darauf setzen, dass wir unser Mobilitätsverhalten langfristig auf jeden Fall anpassen werden. Wir werden uns alle überlegen müssen, was unsere persönliche Mobilität uns kostet und was sie verursacht. Reicht mir vielleicht auch eine Mobilitätsgarantie zum Beispiel, dass ich in bestimmten Zeiten, wo ich längere Strecken zurücklegen will, dann auf solche Carsharing-Konzepte oder andere Verkehrsträger zurückgreifen kann. Also auch Verkehrsvermeidung ist in dem Zusammenhang durchaus ein Thema. Carsharing zeichnet sich ab, ist eine ideale Form, die Elektromobilität wirklich in das Volk zu bringen, denn die Autos, die jetzt verfügbar sind, sind wirklich sehr teuer. In einer Stadt der Zukunft wird man nutzen und nicht besitzen. Dann glaube ich, dass Elektromobilität noch nicht so ein nachfragegetriebenes Thema ist, sondern schon eher auch politisch getriebenes Thema und ein wettbewerbsgetriebenes Thema ist. Und sukzessive kommt dann letztendlich auch die Nachfrage. Es gibt sicherlich ein Klientel, das auch Umweltbewusstsein hat und auch durchaus zum Beispiel bereit ist, mehr zu investieren in so ein Thema aus der Erkenntnis heraus, dass wir was tun müssen an der Stelle. Für die Zukunft unserer Fortbewegung würde ich mir wünschen, dass gerade in dem großen Segment des Individualverkehrs
die einzelnen Bürger, der Einzelne stärker eben auch Umweltaspekte berücksichtigt, sich genau überlegt, wo braucht er ein individuelles Fahrzeug, wo kann er darauf verzichten und nicht vielleicht andere Angebote in Anspruch nehmen, die insgesamt den Verkehr entspannen und letztendlich zum Umweltschutz dann auch beitragen. Unsere Vision für die Zukunft von Elektromobilität gliedert sich in die Kategorien Technik, Alltagstauglichkeit und Spaß. Elektromobilität ist die erste Wahl, wenn es um den Individualverkehr der Zukunft geht. Die Reichweiten werden zunehmen, die Ladezeiten sich verkürzen, ja selbst kabelloses Laden wird möglich sein. Um das Potenzial von Elektroautos aber voll ausschöpfen zu können, müssen diese von Grund auf als solche konzipiert werden. Zusätzlich müssen das Stromnetz und die Infrastruktur zu Smart Grids ausgebaut werden, damit die Synergien von Elektromobilität und erneuerbaren Energien perfekt genutzt werden. Denn nur wenn Elektroautos mit erneuerbaren Energien geladen werden, können sie wirklich helfen, unsere Umwelt zu schonen. Und auch wenn es bei den Themen Technik und Alltagstauglichkeit noch einiges zu tun gibt, können wir euch versichern, dass Elektroautos schon heute unglaublich viel Spaß machen. Wir bedanken uns bei unseren Partnern, dem ADAC und RWE, und bei euch für euer Interesse.